Philosophie war immer ein glückliches Leben. Wir sollen glücklich leben, wir sollen frei sein, die Seele soll frei sein. Wir sollen unseren höchsten Idealen folgen können. Und die Ängste behindern uns. Die erlauben uns nicht, dass wir die Dinge dann tun, weil wir halt Angst haben, machen wir dann gewisse Sachen nicht, die toll wären, wenn wir sie machen täten. Ja? Dann möchte ich alle ganz, ganz herzlich begrüßen in dieser Schule der Philosophie. Und in der Philosophie gibt es so eine ganz berühmte Frage oder einen berühmten Satz. Und dieser Satz ist: Mensch, erkenne dich selbst. Und dieses Mensch, erkenne dich selbst, das machen wir heute zum Thema der Ängste, dass wir uns die Ängste anschauen, definieren und wo kommen sie her und vor allem, was können wir dagegen tun. Und wenn ich jetzt sage, was können wir gegen unsere Ängste tun, dann sind bestimmte Ängste gemeint. Weil die Angst hat natürlich eine ganz wichtige Funktion in unserem Leben. Also die Bergsteigerin, die auf den Berg hinaufsteigt und überhaupt keine Angst vor Gewittern hat, wenn da eins kommt, ist irgendwie ein Überlebensnachteil. Also sollte man, oder wenn man keine Angst vor Lawinen hat oder keine Angst, die Straße zu überqueren. Eine gewisse Angst braucht es schon. Das ist einfach wichtig. Und die Angst, die ich jetzt allerdings meine, das sind so diese lästigen Ängste, die uns hindern, unser Leben so zu leben, wie wir es gerne leben würden. Also zum Beispiel, ich habe unglaubliche Prüfungsängste gehabt. Und ich meine, eine gewisse Prüfungsangst ist nicht schlecht, dass man was tut, aber dass die Wochen davor dann einfach schon voll verhaut war, das ist irgendwie schade. Es ist ja schade, dass man die Zeit mit Angst verbringt, wo es doch eigentlich schöner sein könnte. Oder dass man hat Angst, Konflikte anzusprechen und dann schluckt man halt runter. Und diese Ängste sind gemeint. Was können wir gegen diese Ängste tun? Also es geht jetzt nicht um die lebensnotwendigen Ängste, dass wir die wegkriegen, weil die sollen wir auch nicht wegkriegen, sondern es geht um diese, guten Abend, hallo, es geht um diese lästigen, kleinen oder größeren Ängste, die uns das Leben wirklich schwer machen. Und da werden wir heute, ja, wir werden ein Programm machen, wie man die loskriegt oder zumindest verbessert. Ich habe am Anfang, also in der Philosophie beginnt man immer mit den Definitionen, was ist überhaupt Angst. Da schaut man dann immer in Wikipedia nach. Eine sehr nette Erklärung. Also Angst ist ein Grundgefühl und dieses Grundgefühl äußert sich in bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung. Das ist ein schönes Wort, ha? Unlustbetonte Erregung. Auslöser können dabei erwartete Bedrohungen sein, zum Beispiel, dass wir unsere körperliche Unversehrtheit bedroht fühlen, dass unsere Selbstachtung bedroht wird oder dass unser Selbstbild bedroht wird. Also es wird nur unangenehm beschrieben. Und dann gibt es noch so ein Wörterbuch, wo dann Adjektive angeführt werden, die zu dem entsprechenden Hauptwort dazu passen. Und diese Adjektive sind alle furchtbar. Ja, feige, lähmend, beklemmend, blind, tierisch, namenlos, grenzenlos, schrecklich, panisch, wahnsinnig, höllisch, tödliche Angst. Also einfach alles furchtbar. Und was nicht dabei steht, ist, dass Angst schon auch Flügel verleihen kann. Also dass die Angst schon auch, wenn wir dann dazu kommen, eine bestimmte positive Wirkung schon auch hat. Die wird im Wörterbuch eigentlich gar nicht berücksichtigt. Schauen wir uns einmal an, was die Philosophen dazu gesagt haben zu diesem Thema der Angst. Da beginnen wir mit einem ganz berühmten Philosophen, mit Aristoteles. Der zum Beispiel hat genau das gesagt. Nicht jede Angstform ist pathologisch oder ist irgendwie abzulehnen, sondern Angst kann eben zu situationsangemessenen Überlegungen führen. Ja, wenn ich also Angst habe, dann mache ich mir schon Gedanken, wie ich jetzt aus dieser Situation wieder rauskommen könnte.
Also es braucht eine gewisse Angst. Mechanische Angstlosigkeit ist für Aristoteles Dummheit. Und unbegründete Angst, also wenn ich einfach vor Dingen, vor denen man keine Angst haben sollte, vor, weiß ich, einer Maus, die da am Boden läuft oder so, dann sagt er, das ist pathologisch. Ja, und das ist so seine Idee. Und diese Sätze über die Angst kommen aus einem Werk von Aristoteles, das ist die Nikomachische Ethik. Das ist eigentlich ein ganz tolles Werk, der schreibt über Tugenden und er sagt dann immer, die Tugend ist die Mitte zwischen zwei Extremen. Und dann hat er eben die Feigheit auf der einen Seite und die Tollkühnheit auf der anderen Seite. Also Feigheit jetzt wirklich als übertriebene Angst, Angst vor Sachen, die keine Angst eigentlich auslösen sollten. Und dann die Tollkühnheit und in der Mitte ist dann der Mut. Also mutig zu sein heißt nicht, ich habe überhaupt keine Angst, sondern ich habe vernünftig Angst, wenn ich Angst haben sollte. Und wenn es nichts bringt, dann bitte lass mal das. Die Stoiker. Die Stoiker und auch die Epikureer haben gesagt, Angst ist sowieso etwas, das ist nur im Kopf. Ja, das ist ein, sie haben es als künstliche Emotion bezeichnet. Und dieser künstlichen Emotion ist mit Gelassenheit zu begegnen. Man klingt gut, ist nur irgendwie schwer umzusetzen. Augustinus dann sagt, Angst ist das Gefühl der Entfremdung von Gott. Und Georg Friedrich Hegel sagt, Angst ist notwendig auf dem Übergang vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein. Und die Überwindung der Angst wird durch Arbeit vollzogen. Also damit wir wirklich zu einem Selbstbewusstsein gelangen, braucht es die Angst und diese Angst muss dann durch Arbeit überwunden werden. Hegel. So, weil wir sind in einer Schule der Philosophie, muss man auch ein bisschen ein paar Philosophen zitieren. Was sagt die chinesische Philosophie? Die chinesische Philosophie beschreibt die Welt mit 5 Elementen. Also wir haben das Element Holz, das verbrennt zu Feuer, aus dem Feuer wird Erde. In der Erde entsteht durch Druck das Metall, am Metall kondensiert das Wasser und das Wasser gießt wieder das Holz. Und jedem Element wird jetzt zugeordnet. Eine Wesensart, eine Tugend, eine Emotion, ein Problem, ein Aussehen, Krankheiten, Gesundheiten, Tugenden, alles Mögliche. Und die Angst wird jetzt dem Wasser zugeordnet. Und da gibt es jetzt eine sehr, also in dieses alte China hat immer versucht, Bilder zu entwerfen und durch diese Bilder verstehen wir die Dinge dann vielleicht anders oder besser. Weil wir denken meistens mit unserem Intellekt, aber es gibt auch eine andere Art des Denkens, dass wir, wie soll ich sagen, mit dem Herzen denken oder dass man einfach. Manchmal versteht man eine Sache, ohne zu wissen, warum. Man weiß einfach, das ist so. Und die Bilder sind, sagt man, die Sprache der Seele und die vermitteln uns die Dinge viel direkter. Wasser. Das Wasser, es gibt jetzt so verschiedene Formen von Wasser. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Wasser sage, woran jeder denkt. Ja, es gibt so ein kleines Bächlein, es gibt einen tosenden Wildbach, es gibt das Meer. Und das kann stürmisch oder ruhig sein und dann gibt es den stillen See und den klaren Bergsee und das Moor und es gibt ja alle möglichen Formen von Wasser. Die Angst entsteht dann, also Angst ist dieses, was haben wir da gehabt, unlustbetonte Erregung, dieses Gefühl der Erregung. Das heißt, wir können jetzt sagen, wenn das Wasser so, also wenn wir ängstlich sind, dann wird unser Wasser so aufgewirbelt. Ja, dann ist es unruhig. Und diese Turbulenzen im Wasser, die entstehen dann, wenn ein Hindernis auftritt. Ja, also wenn jetzt, wenn das Bett, das Bachbett ganz gerade ist, dann gibt es keine Turbulenzen. Und wenn da Steine drin liegen und Stämme und wie halt bei einem Wildbach, dann wird das so aufgewirbelt. Und jetzt kann man sich vorstellen, das Bachbett ist unser Leben. Und wir wünschen uns, dass das halbwegs ruhig dahin geht. Und dann kommen Hindernisse.
dann passiert das und dann passiert das. Und ja, und das sind diese Steine und diese, die dann im Bachbett, und die machen dann dieses Herumgewirbel und die machen dann, dass wir unruhig werden, und das macht dann diese angstvolle Erregung. Ich bin verheiratet mit einem Wasserbauer, der hat mir das jetzt genau erklärt. Also es ist turbulente Strömung. Turbulente Strömung heißt, es wirbelt so mal dumm. Und das, was man im Wasserbau zum Beispiel gerne möchte, man möchte gerne eine laminare Strömung. Und laminar heißt, die Wasserschichten, die tun so gleichmäßig in einer Harmonie so dahin fließen. Das ist, wenn das alles so ruhig ist, dann ist das eine laminare Strömung. Und wie erzeuge ich eine laminare Strömung? Indem ich entweder die Hindernisse rausklaube. Das geht aber nicht, weil das Leben ist nicht so, dass nichts passiert. Das heißt, es geht nicht. Das heißt, wie kann ich eine laminare Strömung erzeugen? Durch Tiefe. Das heißt, wenn ein Bach, der so dahin wirbelt, wenn es plötzlich tief wird, das Wasser, dann beruhigt sich's. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das alle? Können alle soweit physikalisch noch folgen? Also man hat so den Wasserfall, und das, wenn so eine enge Schlucht ist, dann wirbelt es total rum und dann wird es weit und tief und dann beruhigt sich das Wasser. Und das, was jetzt chinesisch gesehen gegen die Angst wirkt, dass das wieder ruhiger wird, ist Tiefe, Weisheit, Verstehen. Das heißt, wenn ich verstehe, warum und wieso, und wenn ich überhaupt eine Lebensweisheit erlange, dann macht es das wieder ruhig. Und das Heilmittel jetzt in der chinesischen Philosophie gegen die Angst ist Weisheit. Es gibt nichts anderes. Wir können die Hindernisse des Lebens nicht verhindern. Das Leben ist turbulent, da passiert immer irgendetwas. Und das, was hilft, ist, dass wir mehr verstehen von der Welt, dass wir wissen, und das wäre der Sinn der Philosophie, ja, dass wir die Dinge des Lebens besser verstehen lernen und damit mehr Ruhe, Gelassenheit, wie es die Stoiker gefordert haben, dass wir das dann erlangen. Ja? Also soweit die chinesische Philosophie. Die Angst sitzt im Wasser und muss durch Weisheit beruhigt werden. Der Buddhismus hat auch noch ein sehr interessantes Konzept, was die Gefühle betrifft. Die unterscheiden so die normalen Gefühle und toxische Gefühle. Und das, wovon wir uns befreien sollten, sind die toxischen Gefühle. Wann ist ein Gefühl toxisch? Wenn es einfach zu heftig ist oder wenn es zu lange dauert. Also so irgendein, wenn man ein Trauma erlitten hat, dann kann es sein, dass das 20 Jahre später halt immer noch drin hängt. Dann ist das zu lang, das ist dann toxisch, ist nicht gut. Ja, das muss dann behandelt werden. Das kann man nicht mehr dann üben. Also das geht mit Übungen nicht weg, da braucht man dann schon eine Therapie. Oder ist es einfach zu heftig, ja, wenn Gefühle nicht angemessen sind dem Anlass. Ja, wenn eine Kleinigkeit ist und ich explodiere und könnte den anderen würgen und umbringen, dann ist das toxisch, weil das ist zu. Und die Angst, wenn halt, weiß ich, man hat eine kleine Prüfung und flippt fast aus, das ist toxisch, das ist zu. Und dieses Toxische, das ist ungesund. Und von diesem Ungesunden sollte man wirklich wegkommen, das tut nicht gut. Beschäftigen wir uns einmal mit den Ursachen der Angst. Also die Idee ist jetzt, die zuerst die Ursache zu ergründen, um dann etwas zu finden, was man dagegen tun kann. Und da hat in den 60er Jahren, hat dieser Fritz Riemann, das war ein Psychiater und Psychotherapeut, der hat so ein Grundlagenwerk geschrieben, das haben zu meiner Studentenzeit hat das jeder gelesen, Grundformen der Angst. Und der macht auch, der hat auch so ein bildhaftes Denken und der hat eine recht interessante Idee gehabt. Und zwar hat er den Menschen verglichen mit der Erde und hat gesagt, die Erde macht bestimmte Bewegungen und auf der Erde wirken bestimmte Kräfte. Und das hat er mit dem Menschen in Beziehung gesetzt und hat dazu die Ängste definiert. Die Erde bewegt sich um sich selbst. Also sie rotiert um die eigene Achse. Und so wie die Erde um die eigene Achse rotiert, so ist es auch die Aufgabe des Menschen, um seine eigene Achse zu rotieren. Das heißt, es ist dieses Mensch erkenne dich selbst, dieser Auftrag. Wir müssen das werden, was wir sind.
Das ist das, was C.G. Jung dann als den Individuationsprozess bezeichnet. Also diese Frage, wer bin ich und das dann zu werden. Ja, was ist wirklich mein Ausdruck in der Welt? Ja, was möchte ich fühlen, was möchte ich denken, was möchte ich tun, wer möchte ich sein? Und das kann jetzt von einer Angst begleitet sein. Wenn ich jetzt die bin, die ich bin, könnte sein, dass die anderen mich dann nicht mehr mögen. Zum Beispiel, ja, wenn ich in eine Familie hineingeboren werde, wo alle grün kariert sind und ich bin rot gepunktet, dann werde ich versuchen, auch grün kariert zu sein. Dann verbiege ich mich. Aber ich bin nicht ich selbst. Aber es ist halt dann manchmal leichter, wenn man sich anpasst, weil dann eckt man halt nicht an. Da können diese ganzen Konfliktängste können ja dazu. Ja, ich habe eine Überzeugung und traue ich mich, diese Überzeugung gegen die Meinung der anderen zum Beispiel durchzusetzen. Das ist alles diese Angst vor der Individuation, diese Angst, ich selbst zu werden. Werden mich die anderen lieben? Werden mich die anderen schätzen? Wird es Probleme machen, wenn ich als Einzige anders bin? Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dieses, ich muss das werden, was ich bin und nicht das, was meine Eltern von mir wollen, was die Gesellschaft von mir will, sondern was ist wirklich das Höchste in mir? Es ist nicht nur die Gesellschaft und die Familie vielleicht, die das behindert, sondern es könnten auch eigene Dinge meine Selbstwertung behindern. Nämlich wenn ich merke, wenn ich das tue und bin, was ich wirklich bin, dann wird das schon anstrengend. Ja? Also auch manchmal Angst, die Bequemlichkeit zu verlieren, wenn ich das mache, was ich das Gefühl habe, dass das mein Auftrag ist, dass ich das tun sollte, das kann ziemlich ungemütlich sein. Oder ich entdecke Dinge in mir, die nicht klasse sind. Ja, die muss ich dann auch bearbeiten und manchmal ist man halt nicht so nett, wie man glaubt, dass man ist. Also da gibt es ganz viele Ängste, die sich um diese Selbstwertung ranken können, erste Angst. Zweite Angst, die Erde bewegt sich um die Sonne. Und da geht es um dieses, wir Menschen, sind wir fähig, um ein größeres Ganzes zu kreisen? Und da sagt jetzt Riemann, das ist die Angst vor der Hingabe. Die Angst, sich einem größeren Ganzen zu verschenken, ja, sein Herz zu öffnen für eine größere Sache und sich dem hinzugeben. Also nicht nur mein individuelles Ding zu machen, sondern mich einzufügen in die Menschenfamilie und zu sagen, was ist mein Auftrag und da muss ich mir auch hingeben und muss ich mein Selbst vergessen. Das ist immer beides, was notwendig ist. Und da könnte natürlich jetzt die Angst sein, dass ich mich dann verliere, dass ich ausgenutzt werde, dass die Sache, der ich mich widmen möchte, dass das vielleicht die falsche ist. Ne, vor 70 Jahren hat man das ganze Dritte Reich und Juhu, Trara und hinten nach und dann hat sich das halt als nicht so günstig erwiesen. Und da waren ganz viele Enttäuschungen nachher. Ja. Ich habe mein Leben dem gewidmet und dann hat sich herausgestellt, dass das die volle Diktatur und dass da Gräueltaten passiert sind. Also dieses, habe ich das Vertrauen, mich zu verschenken an eine größere Sache auf die Gefahr hin, dass es halt vielleicht dann das Falsche ist. Aber ich kann nicht nur allein. Also Angst vor der Hingabe. Dann sagt er, die eine Kraft, die auf der Erde wirkt, ist die Schwerkraft. Und die Schwerkraft ist unsere Sehnsucht nach Stabilität. Wir hätten gern, dass alles so ist, wie es immer war. Ja, das, also ich habe gern meine Wohnung, ich habe gern meinen Tagesplan, ich habe gern meine Sachen, ich habe gern meine Freunde, ich möchte gern abschätzen können, wie die Reaktionen sind, ich möchte gern meinen Arbeitsplatz haben und ich weiß genau, welche Arbeit ich zu tun habe. Und da kommen jetzt keine bösen Überraschungen, sondern ich kann das irgendwie stabil einschätzen. Die Angst, die da dahinter steht, ist dann die Angst vor Veränderung. Ja, dass halt die Dinge plötzlich anders sind. Ja, schauen wir uns die Ukraine an. Ja, plötzlich habe ich kein Zuhause mehr und muss irgendwie gehen. Ja, und diese, ja, das ist wirklich nicht leicht. Aber es gibt auch kleinere Dinge, ja, wo ich halt gewohnt bin, dass ich die Leute immer um mich herum habe und die ziehen dann weg oder
Ja, Angst vor Veränderung, dass die Dinge halt anders sind, als sie so waren, wie es halt gewohnt war. Kinder sind extrem empfindlich auf Veränderungen. Ja? Die wollen gerne immer zur selben Zeit schlafen gehen und die brauchen eine gewisse Stabilität. Aber später sollte man dann freier werden und ja, überall irgendwie zu Hause sein können. Da gilt es halt dann auch kreativ zu sein. Ich war mal im Urlaub, haben wir mal Schweizer getroffen. Die sind mit einem, das Kind war dreiviertel Jahr alt und die sind mit dem Fahrrad, sind die da durch Frankreich gefahren mit dem Zelt und so weiter. Und die hat dann gesagt, naja, so ein kleines Kind, ich meine, ob das Kind nicht unruhig ist, wenn es halt, ich meine, jeden Tag woanders schlafen. Sie haben gesagt, nein, überhaupt kein Problem. Das Kind hat so ein Schlaffell gehabt. Das heißt, es hat immer auf diesem Fell geschlafen und das Fell war ja mit. Das heißt, das Bett war ja mit. Und dadurch war dieses Gefühl von, ich bin eh zu Hause und das Kind war völlig sonnig, ausgeglichen. Also kreativ sein. Ja, wir brauchen Stabilität, wir brauchen eine gewisse Form von Stabilität, aber da kann man auch kreativ sein und sich diese Stabilität anders schaffen. Und dann gibt es noch die letzte Kraft, die Fliehkraft, wirkt auf der Erde. Und die Fliehkraft ist dieses, wir hätten es gern spannend und immer anders. Also wir haben auf der einen Seite Sehnsucht nach Stabilität, aber auf der anderen Seite haben wir schon die Sehnsucht, dass das Leben schon spannend ist und dass man halt mal so und mal so. Und da gehört dann dazu diese Angst, dass ich eingeengt werden könnte, dass ich mich verpflichten muss, dass ich mich festlegen muss, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Ja, also dass ich, wenn ich jetzt Kinder habe, kann ich nicht mehr so irgendwo umziehen einfach so, sondern das bindet mich halt. Und diese Angst, diese Verpflichtungen einzugehen, das wäre diese letzte Angst. Diese Angst vor der Verpflichtung, denke ich, ist mittlerweile eine recht große Angst geworden, ja, dass immer mehr so, man will sich keine Zeitpunkte ausmachen, man sagt, naja, dumm uns dann halt zusammen telefonieren. Zu unserer Zeit hat es noch keine Telefone gegeben, wir haben uns auch getroffen, aber da hat man halt einen Zeitpunkt ausgemacht und da musste man dann dort sein. Da konnte man nicht sagen, ich komme eine halbe Stunde später, sondern der andere hat dann dort gewartet. Also eine gewisse Angst vor der Verpflichtung und man vergisst, dass wir uns aber so oder so auf irgendeiner Weise müssen wir uns verpflichten. Weil wenn ich mich jetzt dieser einen Sache nicht verpflichte, dann verpflichte ich mich halt meiner Freiheit oder ich verpflichte mich immer irgendwem gegenüber. Also ohne Verpflichtung geht es einfach nicht. So, also das sind diese vier Grundformen der Angst, wie es der Fritz Riemann beschreibt. Also diese Angst vor dem, ich werde, wer ich bin und dann mag mich keiner mehr oder ich mag mich auch nicht mehr. Dann diese Angst vor der Hingabe, dass ich aufgehe in was Größeres Ganzes und dann könnte ich ja vielleicht ausgenutzt werden. Die Angst vor der Veränderung, dass heute Dinge anders werden und dann die Angst vor der Verpflichtung, dass ich mich irgendwie festlegen muss und dann bin ich festgefahren. Man kann ein bisschen so nachdenken, wo man glaubt, dass man die größten Ängste hat. Also ich habe bei mir bei jedem Punkte gefunden. Wirklich. Also das ist, also im ersten Moment denkt man sich, oh, hat mit mir nichts zu tun. Und wenn man dann ein bisschen näher drüber nachdenkt, dann könnte doch sein, dass das eine oder andere, also es gibt viele Gesichter, wie sich diese Ängste zeigen und wir haben alle irgendwo etwas. Und das Problem ist das, dass Ängste uns hindert, unser Leben so zu leben, wie wir es leben könnten. Also das Ziel der Philosophie war immer ein glückliches Leben. Wir sollen glücklich leben, wir sollen frei sein, die Seele soll frei sein, wir sollen unseren höchsten Idealen folgen können. Und die Ängste behindern uns. Die erlauben uns nicht, dass wir die Dinge dann tun, weil wir halt Angst haben, macht man dann gewisse Sachen nicht, die
toll wären, wenn wir sie machen täten. Ja? Wie oft denkt man sich, mein Gott, na, diese Reise sollte ich machen, dann traut man sie nicht. Oder den spreche ich jetzt an und dann traut man sie nicht und dann ist er weg. So, also, ja, wir haben Ängste, die uns hindern. Und natürlich ist es peinlich, wenn ich jemanden anspreche und der sagt, nein, danke. Ja, tut halt kurz weh, aber ich habe eine Situation verpasst, wenn ich das nicht tue. Oder einen neuen Job, ne, man hängt fest in irgendeinem Job, der jetzt nicht wirklich zufriedenstellt und man traut sich nicht zu irgendeinem tollen Vorstellungsgespräch, man traut sich einfach nicht. Und hey, das ist schade, um das geht's. Ja, und jetzt ist eben die Frage, was tun wir dagegen? Also das sind jetzt so, woher kommt die Angst? Die Stoiker, die halt sagen, Angst kommt sowieso nur aus dem Kopf. Ich meine, wer jetzt sagt, na, Angst kommt nicht nur aus dem Kopf, sondern wirklich, dann muss man sagen, wer hat schon einmal einen Hitchcock-Film gesehen? Also die ältere Generation auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die Youngsters, Hitchcock, sagt euch das was? Es ist noch schwarz-weiß. Ja. Schwarz-weiß-Gruselfilme. Und also Psycho, ich habe mich so gefürcht bei dem Film. Ich habe das im Kino gesehen und mir gedacht, ich gehe heim. Wenn ich mich traut hätte, schlafen wäre ich ausgegangen. Ich habe mich so gefürchtet. Und was der Hitchcock gemacht hat, der hat wirklich grauslige Filme gemacht, der hat die Sachen nicht gezeigt. Ja, der berühmt ist dieser Duschmord. Sagt euch das was? Der Duschmord? Also man sieht halt nur, also eine, die Frau wird eben umgebracht mit dem Messer. Und man sieht das aber nicht, sondern man sieht nur den Duschvorhang und die Dusche rauscht und nachher fließt halt so Flüssigkeit in den Abguss. Ist ein Schwarz-Weiß-Film, das ist nicht einmal rot. Aber man weiß das und die Vorstellung, die man hat, ist noch viel ärger. Also das, was der Hitchcock gemacht hat, da hat dann nur so der Vorhang ein bisschen gewackelt und die Vorstellung, die hat alles dazu gemacht und die Vorstellung ist viel ärger als alles, was man verfilmen kann. Und darum sage ich, ja, es stimmt wirklich. Die Vorstellung, die wir uns von den Dingen machen, ist oft viel ärger als das, was dann tatsächlich ist. Ihr müsst euch einen Hitchcock-Film anschauen. Psycho. Das war wirklich gruselig. Gut. Was tun wir jetzt gegen diese Ängste? Und da gibt es ein wirklich tolles Buch, das heißt Denken heilt von Albert Kitzler. Dieses Buch ist fantastisch sensationell. Da gibt es alle möglichen Gefühle, die man da drin bearbeitet. Was sagt er? Entgenommen wird das Ganze eigentlich aus der, oder ist ein bisschen Anlehnung an die buddhistische Tradition. Im Buddhismus gibt es die vier erhabenen Wahrheiten. Und die erste erhabene Wahrheit ist, alles Leben ist Schmerz. Das heißt, wenn wir es jetzt auf die Angst projizieren, muss man sagen, die Angst können wir nicht wegzaubern. Die ist da. Und dass es darum geht, einmal grundsätzlich zu akzeptieren, dass es grundsätzlich Ängste gibt und dass ich Ängste habe und dass ich mir die einfach anschaue. Zu akzeptieren, ja, ich habe sie. Und es hilft nichts, wenn ich sage, sie sind nicht da. Unter der Decke. Das ist die lähmende Angst, ja, wo ich einfach nicht hinschaue. Ich bin völlig erstarrt, aber ich möchte es nicht haben und ich schaue gar nicht hin. Also das ist, der erste Schritt ist, das einmal überhaupt zu erkennen. Zweite erhabene Wahrheit ist dann die Ursache des Schmerzes zu erforschen. Ja, und diese Ursache des Schmerzes ist, dass wir uns mit den falschen Dingen identifizieren. Ja, und Angst sozusagen im Kopf, also wir identifizieren uns manchmal mit den falschen Dingen, wir wünschen uns Dinge, die eh nicht wichtig sind. Die dritte erhabene Wahrheit ist dann, sich nicht mehr mit den falschen Dingen zu identifizieren. Und die vierte erhabene Wahrheit sind dann so ein paar praktische Ratschläge. Und das Buch ist ungefähr so angeordnet, das heißt, zuerst geht es einmal darum, die eigenen Ängste klar zu definieren und zu sagen, wovor habe ich Angst? Und dann, welche Heilmittel gibt es dagegen? Epikte zum Beispiel sagt, alles selbst gemacht. Denn es sind unsere Vorstellungen davon, was Angst macht. Wir stellen uns etwas vor und bewerten das als übel oder als gut. Und dann fürchten wir, dass es nicht eintritt.
Diese Wertungen aber haben wir gemacht. Die berühmteste Geschichte dazu ist die Geschichte mit dem weißen Pferd. Die kennt fast jeder, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil sie so wahnsinnig gut ist. Also ein Mann, ein Bauer, dem laufen alle Pferde davon. Und die anderen Dorfbewohner sagen, mein Gott, mir sind da die ganzen Pferde davon gelaufen, das ist ja fürchterlich. Und nach ein paar Tagen kommen die Pferde wieder zurück und bringen noch wilde Pferde mit. Also jetzt hat er eine doppelt so große Herde. Und die Dorfbewohner sagen, das ist so ein Glück. Und der Mann sagt, naja, weiß man nicht, ob es ein Glück ist. Der Sohn reitet dann die Pferde zu, fällt runter, bricht sich das Bein. Sagen alle, na so ein Pech. Dann sagt der Bauer, naja, weiß man nicht, ob es ein Pech ist. Dann kommt Krieg ins Land. Alle Leute, alle Söhne werden eingezogen, müssen in den Krieg. Der hat das gebrochene Bein, kann nicht mit. Alle sagen, na so ein Glück. Und so geht es halt weiter. Dieses, man kann nicht sagen, ob es ein Glück oder ein Pech ist. Und diese Bewertung, die wir halt doch sehr oft machen. Und das muss man sich halt überlegen. Also, was ich, man hat ein Kind und die muss unbedingt die Matura machen. Unbedingt muss sie die Matura machen. Und ja, weiß man nicht, ist es ein Glück oder ein Pech, wenn sie dann durchfällt. Das kann man nicht sagen, weil vielleicht möchte sie ganz was anderes machen und dann ist es Pech, wenn sie dann jetzt. Ich kenne viele, die Matura gemacht haben und dann arbeiten sie in der Bank und sind kreuz unglücklich und werden viel lieber Köchin oder Schneiderin geworden. Also, ja, ist die Frage. Also es sind unsere Vorstellungen, die ganz viel einmal da mitspielen, unsere Vorstellungen. Ich meine, das sind jetzt extreme Beispiele, es gibt schon Dinge, die Angst machen, aber trotzdem, es ist unsere Vorstellung. Und da gibt es jetzt diese Heilmittel gegen die Angst und da sagt er jetzt einmal, als erstes soll man mal grundsätzlich hinterfragen, was für uns wichtig ist im Leben und was nicht. Dass wir das grundsätzlich hinterfragen. Also ist mir wichtig Ruhm, meine soziale Stellung, meine finanzielle Sicherheit? Inwieweit ist mir das wichtig? Und ja, woher kommen diese Werte? Sind das wirklich meine oder sind die irgendwie anerzogen? Also wenn man sich jetzt vorstellt, man ist jetzt so ein ukrainischer Flüchtling, Bittsteller in einem anderen Land, wie ich das immer fühlen. Jetzt ist ja dann sozusagen, wir haben einen gewissen Status, ne, so reiches Land und irgendwie, ja, man kommt irgendwie ganz gut daher. Bin ich das? Was ist, wenn das weg ist? Wer bin ich dann? Ja, bin ich jetzt nicht meine Nationalität, meine Frau, mein Aussehen, meine Fähigkeit, wenn ich das alles nicht habe, wer bin ich dann? Wenn ich meinen akademischen Grad vielleicht nicht habe, wer bin ich dann? Also, dass wir diese Wertvorstellungen, die wir haben, dass wir die mal hinterfragen und schauen, ob die irgendwelche Muster sind, die eigentlich nicht zu uns passen. Und auch fragen, ist das ein objektiver Wert, ein akademischer Grad zum Beispiel, ist das wirklich ein Wert, der in 2000 Jahren auch noch interessant ist, oder ist das nicht eigentlich völlig wurscht? Und da mal so ein bisschen die Dinge genauer anzuschauen, wo bin ich empfindlich in meinen Werten und wo bin ich irgendwie konditioniert, wo kommt das her? Ja, habe ich vielleicht in meiner Kindheit Armut erlebt und habe deshalb Angst vor wirtschaftlichem Verfall? Ja, oder also die Dinge einfach mal zu beleuchten. Und dann geht es dann darum, dass man immer mehr diese äußeren Werte durch innere Werte ersetzt. Was sind innere Werte? Das sind die Tugenden, die wir haben. Ja, wenn ich ein guter Mensch bin, das kann man niemand nehmen. Wenn ich beherrscht bin, selbst beherrscht. Wenn ich, was ich gut organisieren kann. Wenn ich ein freundlicher Mensch bin, wenn ich Leute zum Lachen bringen kann, das kann man niemand nehmen. Das sind innere Werte und mehr sich auf diese inneren Werte, sein Selbstbewusstsein und auch seinen Selbstwert zu gründen, weil da stehe ich auf sicherem Boden und da brauche ich keine Angst haben, dass ich das verliere. Das, was viele philosophischen Schulen als allererstes immer gemacht haben, waren, dass den Menschen nahegelegt wurden, dass sie an ihrem Charakter arbeiten. Ja, wir müssen an unserem Charakter arbeiten, die Tugenden erwerben, weil das ist das, was uns helfen kann.
Und diese Charakterarbeit, Arbeit an den Tugenden oder eben auch Arbeit an der Überwindung der Angst, die muss jetzt passieren. Nicht dann, wenn ein Übel eintritt, wenn ich dann in der Tinte sitze, dann ist es schwierig. Also wenn gerade die Lawine über mich drüber gegangen ist und ich verschüttet bin, dann an seiner Angstbewältigung zu arbeiten, ist zu spät. Ich muss es jetzt machen, heute noch. Dass ich anfange, an mir zu arbeiten, an meinen wesentlichen Werten und mutiger zu werden. Es gibt ein ganz schönes Wort, ein deutsches Wort zum Thema Mut, das heißt Beherztheit. Ich weiß nicht, ob das die Jüngeren noch kennen, das Wort beherzt. Beherzt heißt mutig. Wenn jemand beherzt ist, ist er mutig. Und das hat eben mit dem Herzen was zu tun, dass wir unser Herz voranwerfen und dann einfach hinten nachgehen. Das hat viel mit diesem, ich werde die ich bin und ich habe meine inneren Werte und die kann man niemandem nehmen. Und aus diesem Herzen heraus kann ich wirklich mutig sein. Das dritte Heilmittel ist dann die auf Äußeres gerichtete Begierden auf etwas anderes zu lenken und immer weniger das zu wollen, was nicht in unserer Macht steht. Ja, also wenn ich jetzt mir unbedingt wünsche, ich möchte im Lotto gewinnen, dann muss ich sagen, es steht halt nicht in meiner Macht. Ja, und es hat keinen Sinn, meine Begierde dorthin zu lenken. Oder auch einfach gewisse Dinge zu schaffen, wenn ich Sportlerin bin, ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich da jetzt einen Riesendurchlauf gewinne. Es ist nicht ganz in meiner Macht. Ich kann mich vorbereiten, so gut es geht, aber letztendlich ist es nicht in meiner Macht. Ich habe wahnsinnig Prüfungsangst gehabt, ich bin vergangen. Vor der Pathologieprüfung bin ich vergangen. Und dann habe ich einen Freund gehabt und der hat mir das hat mir dann so beeindruckt, der war vor der Pathologieprüfung, ich dachte, boah, der hat morgen Pathologieprüfung, sitzt da so völlig ruhig und entspannt. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er das macht. Und dann hat er gesagt, naja, er hat jetzt gelernt, er hat sich vorbereitet, so gut er konnte. Und er weiß, die Prüfung ist dermaßen riesengroß, man kann nicht alles lernen. Und wenn er Pech hat und er wird was gefragt, er kann es nicht ändern. Er hat seinen Teil gemacht und der andere Teil ist nicht mehr seins. Und darum braucht er sich jetzt nicht aufregen, weil was soll er sich jetzt aufregen? Ich mir gedacht, genau das ist es. Die Dinge, die nicht in unserer Macht liegen, man braucht sich nicht drüber aufregen. Das bringt gar nichts. Und diese Angst gilt es zu überwinden. Dann ist ein Heilmittel, denke weniger an die Zukunft, konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Ja, wenn jetzt, es kann schon sein, dass ich in 3 Tagen irgendeine schwere Zahnoperation habe, die wehtun wird. Aber es hat keinen Sinn, dass ich mich 3 Tage vorher schon fürchte. Ja, ich kann mir dann kurz vorher fürchten. Und natürlich ist es unangenehm, aber diese Form der Selbstbeherrschung zu lernen, wo man dann rauskommt aus diesem, also wo man wirklich in der Gegenwart ist. Das heißt, in der Gegenwart jetzt ist gerade nichts. Jetzt habe ich gerade nicht Zahnweh. Jetzt ist gerade keine Prüfungssituation. Jetzt ist gerade kein Konflikt und dass ich wirklich lerne, mehr in der Gegenwart zu sein. Das ist eine Sache der Konzentration. Da geht es um Atmung, da geht es um Hier und Jetzt, ich bin jetzt hier, ich sitze jetzt hier, es tut mir nichts weh, ich bin hoffentlich satt, es ist mir warm, es fällt mir nichts, das heißt, was soll's? Und ich kann mir ja später dann doch Sorgen machen. Von Lao Tse soll es so einen netten Spruch geben, der hat gesagt, widme dich jeden Tag eine halbe Stunde deinen Sorgen und in dieser Zeit mache ein Mittagsschläfchen. Irgendwie ein sehr weiser Rat. Also im Hier und Jetzt sein und nicht so sehr zu denken, was alles sein könnte. Weil wenn man damit aufpasst, auf seine Gedanken, dann kriegen die ja Kinder. Ja, man stellt sich dann vor, wo soll es sein, Kind? Und das wird immer größer und immer größer. Und das muss man sich abgewöhnen. Ich komme dann noch dazu, wie man sich das abgewöhnt. Ja? Aber das gehört weggestrichen. Also, unsere Werte neu überdenken, schauen, dass wir immer mehr in Richtung überzeitliche Werte kommen, dass wir immer mehr in die Richtung kommen, dass wir Dinge tun, die in unserer Macht liegen. Und
Da gibt es zum Beispiel so ein wirklich wunderbares Beispiel von Viktor Frankl. Viktor Frankl war Psychotherapeut, der im er war Jude und er ist ins Konzentrationslager gekommen. Und er hat dann nicht gewusst, was wird mit ihm passieren. Er hat natürlich mitgekriegt, das ist jetzt nicht klar, was da passiert. Und andere Leute sind halt getötet worden und er hat nicht gewusst, was mit ihm sein wird. Ja? Und werden sie ihn foltern, werden sie ihn umbringen, was wird mit ihm sein? Und er hat dann erzählt, in diesem Moment hatte er das Gefühl von grenzenloser Freiheit, weil er gesagt hat, die können mit mir alles machen, was sie wollen, aber mich, das, was ich denke, das, was ich bin, das können sie mir nicht nehmen. Und es war dieses Gefühl von, tut's was wollt's, ich bin frei. Und er hat dann erzählt, er hatte nie wieder dieses Gefühl von grenzenloser Freiheit. Also dieses frei zu sein von Wünschen, von Begierden, von Ängsten, das ist wunderbar. Und da zu merken, das zahlt sich schon aus, dass man da Arbeit investiert. Aber das kommt nicht von allein, sondern das ist wirklich Arbeit, die man mit sich selber tun muss. Dann das fünfte Heilmittel, mach dir die Vergänglichkeit aller Dinge bewusst. Ja, also was bleibt dauerhaft? Ja, ob ich mich heute bei diesem Vortrag bis auf die Knochen blamiere, das interessiert in 20 Jahren niemanden, in 100 Jahren schon gar niemanden. Das heißt, es gibt so viele Dinge, wo man auch Ängste hat. Ich meine, ich bin dann, wenn ich einen Vortrag am Abend habe, bin jetzt am Nachmittag auch nicht ganz entspannt. Aber in Wirklichkeit ist es sowas von wurscht. Aber was ist nicht wurscht? Was nicht wurscht ist, ob wir durch menschliche Begegnung neue Ideen kreieren, neue Ideen bekommen können für ein besseres Leben und diese Ideen auch weitergeben. Weil das bleibt, ja, das wenn wir wirklich, wenn wir es schaffen durch, ich glaube, es braucht menschliche Begegnung dazu, dass Ideen heruntergeholt werden können, neue Ansätze des Lebens und dass wir gemeinsam eine bessere Welt schaffen müssen. Und das passiert durch die Dinge mal anders denken, die Dinge anders machen. Und wenn da dann eine kleine Sache heute passiert bei irgendwem oder bei mir, wurscht, bei irgendwem, dann hat es sich ausgezahlt, weil das geht weiter. Aber ob es einem heute gefallen hat oder nicht, oder ob man schlecht gesessen ist, das ist alles so egal. Und ich glaube, dass wir ja, vielleicht auch durch die Medien oft viel zu viel vorgezeigt bekommen, was alles wichtig ist. Ja, Germany's Next Topmodel. Ich meine, wie die Leute behandelt werden, das muss man sich einmal angeschaut haben, damit man weiß, wie man nicht umgeht mit menschlichen Wesen. Einfach diese Wichtigkeit, dass man so ausschauen muss, wie gerade jetzt, jetzt das Schönheitsideal ist. Und dann entspreche ich dem nicht und dann habe ich Pech gehabt. Und in einer anderen Kultur bin ich die Schönste und da halt vielleicht gerade nicht. Und ja, und ich meine Güte, ist das wurscht? Oder man wird älter, dann kriegt man Falten, dann kriegt man so Speckwürstchen drin. Ja, und es ist so wurscht. Aber trotzdem macht man sich einen Kopf deswegen. Und man lebt sein Leben nicht, weil man so beschäftigt ist mit diesen Dingen. Und es gab so viele andere, wichtigere Dinge zu tun. Ja, sechstes Heilmittel, denke an den eigenen Tod. Da gibt es eine ganz großartige Übung, kann man daheim dann machen. Da legt man sie hin, man kann eine traurige Musik auflegen und man stellt sich vor das eigene Begräbnis. Man stellt sich vor, man liegt im Sarg, alle anderen weinen rundherum und es ist ein Begräbnis und dann lässt man drei Leute auftreten. Und zwar jemanden aus der Familie, der über mich eine Totenrede hält, jemand aus meinem Freundeskreis und jemand aus dem beruflichen Umfeld oder Vereinsumfeld, dort wo ich mich engagiert habe. Diese drei Leute halten eine Rede und ihr haltet die Rede so, wie ihr euch wünschen würdet, dass die sein sollte. Also was würde ich mir wünschen, dass die Leute dann über mich sagen? Also wenn die dann vielleicht sagen, mein Gott, na, die war ja so eine Nette. Man denkt eigentlich, ich will gar nicht nett sein.
Ich wär gern durchsetzungskräftiger gewesen, dann, also einfach nur zu schauen, was hätte ich gern, dass die sagen. Also diese Beschäftigung mit dem eigenen Tod. Ja, da gibt es dann immer Bedenken, dass du sterblich bist und so weiter. Da gibt es eine Samurai-Übung zum Beispiel. Also die Samurai, das waren diese Krieger, die Kriegerkultur Japans. Und da ist eine Übung des Samurais. Das soll er jeden Tag machen, der Samurai. Die Erkenntnis des sicheren Todes sollte jeden Morgen erneuert werden. Jeden Morgen musst du dich auf jede erdenkliche Art des Todes vorbereiten. Mit ruhigem Geist stelle dir vor, wie du von Pfeilen, Kugeln, Speeren oder Schwertern durchbohrt wirst, wie dich Überschwemmungen hinwegreißen, wie du in ein hohes Feuer springst, vom Blitz getroffen wirst, ein Erdbeben dich zermalmt oder du als krankheitsbefallener Körper von der Klippe springst. Die Übung der Samurai. Also die haben sich wirklich mit dem Tod beschäftigt und wir haben den Tod so ein bisschen weggeschoben. Keiner will sich damit beschäftigen. Die Sterbenden hätten wir gern in einer betreuten Einrichtung. Ja, also es wird immer seltener, dass Menschen zu Hause sterben, dass die Angehörigen das auch gut schaffen. Und das hängt damit zusammen, dass wir uns zu wenig mit dem Tod beschäftigen. Eine gute Übung ist, einmal sein Testament zu schreiben. Jeder der hier Anwesenden, ja, auch die Youngsters da, sein Testament zu schreiben, das fertig zu haben. Also wenn ich heute geht es jetzt nicht mehr aus, morgen vom Auto überfahren bin und einfach nicht mehr da bin, was wäre denn wichtig? Habe ich meine Sachen geordnet? Was möchte ich noch sagen? Gibt es irgendeine Botschaft? Also wenn ich jetzt nichts zu vermachen habe, aber jeder hat irgendeine Kleinigkeit zu vermachen, dass man schaut, ja, wer soll das kriegen? Was möchte ich jemandem noch sagen? Gibt es noch irgendetwas, was offen ist und was ich gern hätte, dass es erledigt ist? Also ich finde, dass egal wie alt man ist, man soll ein Testament machen. Dann das siebte Heilmittel. Denke von Beginn an, dass deine Unternehmung scheitern kann. Das finde ich wirklich nett. Das ist, ja, sich einfach, da gibt es auch einen großartigen Film, es ist auch meine Generation, Alexis Sorbas. Alexis Sorbas, da geht es darum, die bauen da so einen, was bauen die, einen Skilift? Oder was bauen die? Nein, Lift. Ein Lift, die bauen einen Lift in Griechenland. Sie bauen einen Lift, amerikanische Firma baut einen Lift und dann bauen sie halt diesen Lift und dann läuten sie ihn das erste Mal ein und dann fällt alles zusammen. So. Alles fällt zusammen und der Amerikaner ist so richtig so. So steht er da, völlig fertig und der Alexis Sorbas, der Grieche, sagt, naja, aber hast du schon einmal jemals etwas so schön zusammenfallen gesehen? Und dann am Schluss tanzen sie halt am Strand. Und das finde ich schon, also ich finde diese Haltung schon großartig, dass man für bestimmte Dinge wirklich, dass man sagt, hey, das ist eigentlich witzig. Wenn das Auto hin ist, ja, nein, solange kein Personenschaden passiert ist, dass wir viel zu humorlos manchmal sind, was so normale Schäden des Alltags betrifft, dass man das viel mehr von der heiteren Seite sieht oder was ich immer, schlupft rein in die Strumpfhose und dann ist es schon hin, die schönste, die teuerste, die man sich gekauft hat, und dass man das einfach heiter nimmt und sich nicht drüber ärgert. Es ist so schade um die Lebenszeit. Und ich meine, dieses daran denken, dass eine Unternehmung scheitern kann, das muss man schon ein wenig relativieren. Es gibt schon auch die Kraft des positiven Denkens und dass ich schon auch grundsätzlich damit rechne, dass das alles gut geht und dass ich darf nicht daran denken, dass das ganz sicher schief geht. Da war vor kurzem einmal eine sehr schöne Geschichte von einem Bergkameraden vom Reinhold Messner, und der hat erzählt, er ist in eine Gletscherspalte gefallen und hängt da am Seil, und der Reinhold Messner hat den nicht rausziehen können, das ist nicht gegangen. Das hat er gewusst, er muss jetzt selber rausklettern,
Und er hat aber seine Steigeisen nicht angehabt. Das hat er gewusst, am Seil hängend, und es war eiskalt und er hat schon so kalte Finger gehabt, er muss jetzt die Steigeisen anziehen. Und er hat einen Versuch, um sich die Steigeisen anzuziehen, weil dann werden die Finger nicht mehr halten. Also er muss sofort reinkommen in die Steigeisen. Und das ist schon auch diese volle Konzentration. Da würde ich jetzt sagen, bitte nicht daran denken, dass das Unternehmen scheitern könnte. Da macht es dann keinen Sinn. Also, aber dieses, wenn es nicht so wichtig ist, ja, dass ich sage, ja und, dann probiere ich es halt noch einmal. Und das letzte Heilmittel ist dann, mache dir die Grenzen der eigenen Erkenntnisfähigkeit bewusst. Also, wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Ja, dieses Glück oder Unglück, es können neue Möglichkeiten auftauchen. Warum diese Ängste vor Veränderung, vor, dass ich nicht die werden möchte, ich bin, warum all diese Ängste? Wir können die Zukunft nicht voraussehen, darum ist es auch gescheit, wenn ich in der Gegenwart bin und versuche, in der Gegenwart mein Leben zu gestalten und die zu werden, die ich bin. Wie übt man das jetzt ein? Man nimmt sich jetzt eine Angst oder eine Angst, die man hat, her. Also es geht einmal darum, die gut zu visualisieren, sich die wirklich gut vorzustellen. Also worunter leide ich? Wenn jetzt dieses ganze Thema der Ängste, ich kann es aber auf jedes andere Gefühl anwenden, unter welchem Gefühl leide ich? Und sich dieses Gefühl wirklich vorzustellen, das ganz genau. Und dann stelle ich mir das Gegenteil vor. Also was ich, wenn ich jetzt immer so aufgeregt bin, wenn irgendwelche Sachen kommen, ja, ist irgendwas Unangenehmes naht, irgendein unangenehmes Gespräch mit dem Chef, Prüfung, eine Aussprache, Zahnarztbesuch, also irgendwelche Sachen, die unangenehm sind, die nahen, dann sage ich, okay, wie möchte ich dem begegnen? Und dann sage ich, okay, toll wäre dieses, ich bin im Moment, ich bin gelassen und sage, ich sorge mich dann, wenn es da ist und nicht jetzt schon. Und dann stelle ich mir vor, wie Gelassenheit durch meinen Körper strömt in jede Zelle und ich versuche, dieses Gefühl der Gelassenheit zu spüren. 2 Minuten lang wirklich spüren. Und das macht man dann täglich. Also dieses Gefühl wird dann eingeübt, am besten in der Früh nach dem Aufwachen. Dann liege ich im Bett und sage, so, Gelassenheit, wie fühlt sich das an? Und ich übe dieses Gefühl ein. Ich denke, dass man es mindestens 40 Tage machen muss, damit es irgendwie bleibt. Aber den Erfolg hat man nach ein paar Tagen. Das kann ich jedem versprechen. Also wenn man das ernsthaft macht, man hat nach ein paar Tagen einen Erfolg. Man sagt eigentlich, bin ich gelassener. Also eigentlich, das funktioniert. Ich muss es halt wirklich, einmal am Tag reicht. Einmal am Tag. Vielleicht, wenn ich lustig bin, kann ich es ja zweimal anmachen. Aber es geht nur darum, dieses Gefühl sich vorzustellen. Nicht nur zu denken, sondern es wirklich zu fühlen. Und das dann einzuüben und man sollte halt bei einem Gefühl schon länger bleiben. Also ich würde dann 2-3 Monate bei einem Gefühl bleiben. Nicht einmal das Gefühl, einmal das Gefühl, einmal das. Das geht nicht. Ich muss schon dranbleiben. Und das würde ich als praktische Übung jedem empfehlen. Diese Arbeit mit sich selbst. Es geht um Übung. Es gibt ein großartiges Buch von Gerald Hüther, Wege aus der Angst. Das ist ein Gehirnforscher und der sagt genau die Dinge, dass unser Gehirn so programmiert ist, dass wir funktionieren mit Autobahnen. Eine Sache, die wir sehr oft machen, so ich habe Angst vor dem Zahnarzt, ich habe Angst vor dem Zahnarzt, ich habe Angst vor dem, ich habe Angst, ich habe Angst. Das wird eine Autobahn und dann ist es und dann habe ich schon Angst. Das wird einfach, das ist eintrainiert im Hirn. Die Situation, zack, kommt schon die Angst. Und er sagt dann, man muss schauen, dass man eine Nebenstraße mal nimmt. Dass man mal anders das macht und das braucht Bewusstsein. Das ist eben die Anstrengung, das ist die Arbeit. Ich muss eine Abzweigung nehmen. Vielleicht sogar ein dornendurchwachsenes Feldwegerl muss ich mal beschreiten. Die Dinge einfach einmal anders denken und anders fühlen. Wir haben Automatismen, wir haben Muster. Und die sind teilweise nur eingelernt. Die sind gar nicht wir.
Ja, also ich habe einen Hund, in der Zeitung haben sie auch geschrieben, der Winnie Pooh, der kommt aus einem albanischen Tierheim. Das ist so ein kleiner und der hat vor nichts Angst gehabt. Also das war wirklich tough, so ein Straßenhund, der war wirklich tough. Der hat einen Schäferhund auch angebellt, also wirklich tough. Und dann haben wir ein zweites, eine alte Dame zu Hause und die zwei haben sich sofort total angefreundet. Und die Schoko, die Dame, die hat einmal ein schlechtes Erlebnis gehabt. Zu Silvester ist ihr der Kracher direkt vor die Nase explodiert. Seit damals ist die bei dem kleinsten Kracher, die flippt aus, die kriegt die Panik. Ich denke mal, die trifft der Schlag. Und es war ein Knall und der Winnie-Pooh sitzt daneben. Schoko flippt voll aus und seit damals hat der das auch. Also, angelernt. Na wirklich, es ist jetzt kein junger Hund gewesen. Seit damals, also Silvester war die Katastrophe. Silvester habe ich im Kleiderkasten sitzend verbracht mit Ö3, voller Lautstärke und dem Hund hinter den Handtüchern. Also, das hat er vorher nicht gehabt. Das hat er sich abgeschaut. Und das gibt einem schon zu denken. Das gibt einem wirklich zu denken, dass man fragt, woher kommen gewisse Ängste? Und das, was der Gerald Hüther jetzt anspricht, ist, dass er sagt, manche Ängste werden gemacht. Die werden von der Gesellschaft gemacht, die werden von der Politik gemacht. Und in dem Moment, wo man Angst schürt, sei es beim Kind, wenn man sagt, wenn du das nicht machst, dann kommt der schwarze Mann. Das ist schwarze, tiefschwarze Pädagogik. Und wenn in den Medien erzählt wird, wenn ihr das nicht macht, dann wird das Unheil euch treffen. Das ist schwarz. Das tut man nicht. Also niemals mit Angst. Das ist kein Erziehungsmittel. Auch wir mit uns selbst. Man darf niemals mit Angst arbeiten. Das ist Manipulation der übelsten Art. Am Schluss jetzt möchte ich noch vom Sinn der Angst sprechen, weil das die Philosophen nämlich auch erwähnt haben. Es gibt einen metaphysischen Sinn der Angst, also einen wirklich höheren Sinn der Angst. Und man sagt, die Angst kann uns in der Entwicklung weiterbringen. Und das, was die Angst uns zeigt, ist, dass es letztendlich darum geht, zu verstehen, dass die Materie vergeht und dass es etwas Höheres darüber gibt. Und das ist das, wozu uns die Angst zwingt. Also wenn man in einer schwierigen Situation ist, Todesangst, man hat irgendeine scheußliche Diagnose bekommen und man weiß, man wird bald sterben oder ein geliebter Mensch wird bald sterben oder große Umbrüche sind, schwierige, wirklich schwierige Situationen, dann zwingt uns das, dass wir drüber gehen. Ja, wir können auch untergehen. Das ist immer so. Also, wenn eine Probe kommt, ja, die Angst als Probe. Eine Probe heißt, ich kann es auch scheitern. Aber wenn ich gewinne, dann lerne ich den höheren Sinn meines Daseins. Dann lerne ich, dass da andere Aspekte in mir sind, die nicht körperlich sind. Sondern dass es etwas gibt, was viel, viel stärker ist als dieser physische Körper. Und das ist der metaphysische Sinn der Angst. Und da gehe ich noch einmal zurück, jetzt zu Augustinus. Furcht ist das Gefühl der Entfremdung von Gott. Ja, das ist genau das. Wenn ich glaube, die Materie ist alles und dieses Höhere, wie immer ich das nenne, ich muss es nicht Gott nennen, kann das anders auch irgendwie nennen, aber wenn ich entfernt bin von jeder Spiritualität, von allem, was ein bisschen subtiler ist, dann habe ich schlechte Karten. Ja, weil dann bin ich dem hilflos ausgeliefert. Oder auch Hegel, dieses Angst ist der notwendige Übergang auf dem Weg des Bewusstseins zum Selbstbewusstsein. Und diese Überwindung der Angst, das ist dann dieser eigene Entwicklungsweg, den ich beschreite und wo ich mein höheres Selbst erobern kann. Ja, dieses Entfalten, meine unsterbliche Seele, Entfalten, mein Herz oder wie immer wir das nennen wollen. Ja, vielleicht das als letzte Idee. Diese Idee, wir sind viel mehr als nur diese Erscheinung.
Wir brauchen uns da jetzt nicht immer nur fürchten, dass dem da unten was passiert. Wir sind viel, viel mehr und das ist viel, viel wichtiger und viel, viel stärker, als wir glauben. Aber trotzdem haben wir einen Körper, wir haben eine Persönlichkeit, wir haben Gefühle, wir haben Gedanken, auf die müssen wir achten, auf die müssen wir schauen und die müssen wir auch erziehen. Und das ist Arbeit und mit dieser Arbeit schicke ich sie jetzt.